Halt! Nein, nicht halt! Weitermachen! Ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu Half-Life Todesangst. So, was machen wir jetzt? Gute Frage, nachdem wir den Helikopter von der Luft geholt haben. Da ist eine Tür aufgegangen, da kommen wir jetzt rein. Schauen wir mal, wer sich uns als nächstes in den Weg stellt. Kurz Zwischeninfo, die Mod ist einfach schon länger wie die letzte. Sehr gut. Ohne Mist. 4 Folgen war die letzte einfach nur lang. Das war echt richtig wenig. Aber jetzt sind wir hier schon bei der 8. Zumindest schon mal doppelt so viel. What? Okay. Sind wir in der Scheune oder was? Alles klar. Oh, das war der einzige Knopf, den ich hätte drücken können. Okay. Ich habe nichts gemacht. Ich habe keinen Ärger gemacht. Nein, 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 habe ich nicht. Aber das scheint richtig abzugehen. Gut, aber ich will mal gucken, ob ich nochmal in die Scheune reinkomme. Alles klar. Ich habe wieder verdammt viel Leben verloren. Da steht irgendwas drauf. Ich kann es aber nicht lesen. Schade. Ich wollte eigentlich gucken, ob die Kisten wieder aufgehen. Okay. Oh, schade. Ich darf die Dinger nicht fahren. Ach, natürlich. Immer der Spaß, der verdorben wird. Und das ist die Tür. So. So, wo bringt der mich jetzt hin? Bin ich gespannt. Oh, fuck yeah. Das ist ein komischer Soundtrack. Oh. Ja, jetzt kommen die Deutschen. Schwarzgeist. Die sind aber rot. Sonderlich intelligent scheinen sie auch nicht zu sein. Halt! Nein! Nicht halt! Weitermachen! Oh Junge.
Nein, 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 nein. Lass mich einfach meine Arbeit machen. So ein Haufen alter Knacker mit schallgedämpften Pistolen, ich glaube, sagt. Okay, jetzt eskaliert der Soundtrack und verliert langsam so ein bisschen an Glaubwürdigkeit und Realität. So. Wie soll ich hier hinten eigentlich wieder rauskommen? Also bitte. Jetzt müsste ich noch einplanen, wenn ihr so eine Mod gestaltet. Da haben wir den Freundchen da oben, der da drin ist, noch ein bisschen Angst. Oh, das war nicht meine Intuition dahinter. Lächeln. Immer und da unten ist jetzt die Tür aufgegangen. Warum ist überhaupt Alarm? Ich habe mich doch gar nicht so arg bemerkbar gemacht, denke ich mal. Ah, das ist jetzt offen. Okay. Wow, das war, die sind doch stärker als ich gedacht habe. Was ist hier auf der Seite? Ah, hier ist nochmal ein offenes Gebiet. Das war Skill. Ob mir der Soldat von vorhin oder von eben gerade bisher folgt, ich bezweifle es mal sehr stark. So, was habe ich jetzt angeschaltet? Oh, dieser Alarm geht mir auch auf die Keks. Oh, da haben wir ihn ja. Oh, das war dumm. Das ist ein Aufzug, okay. Ach, und das ist die Tür unten. Okay. Auf den Aufzug nehmen. Gucken wir erstmal hier oben. Okay, ein nicht funktionierender Aufzug. Nehmen wir doch lieber den Aufzug, der funktioniert. Schnauze. 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 Maul jetzt. Dankeschön. Hi. Soweit so gut, soweit so einfach. Ein bisschen zu spät umgedreht, mein Freund. Das erste umgedreht, als ich ihm angefangen habe, Kugeln in den Schädel zu ballern.
Oh, Clusterfuck. Soft. Okay. Was Interessantes? Nein. Weiter geht's im Takt. The fifth and final digit code is 9. Okay, darf ich nachher den first digit code, den ich anscheinend verpasst habe, nachgoogeln. Digit code is 9. Das heißt, wir haben jetzt 3, 4, 7 und... Nein, falsches Memo-File. 9. Und... Zack. So. Weiter geht's. Und jetzt ist hier zu. Alles klasse. Verdammter Schnupfen. Oh, Strukturänderung. Von modernem Sicherheitslabor in riesiger Generator. Should have known you were behind the Schwarzgeist organization. The similarity in the name is now all too obvious. Your confusion is to be expected, Gordon, so allow me to explain. Let's start with the Schwarzgeist itself. As you have seen, we have an enormous scientific interest in the discoveries from the Zen universe. While the majority of Black Mesa was busy creating a resonance cascade failure, key researchers under my direction were working on the real treasure from Zen, decoding the genetic sequences of its life form. You mean researchers like Dr. Newell? If that's who you represent, then you're all insane. Newell was a brilliant man. It's unfortunate his personal hatred of you got in the way of his work. It was his breakthroughs that made realizing our ultimate goal a reality. Ultimate goal? You mean the union of humans and DNA into a common life form? To make some sort of perverted creature? Newell's creations were just a step in the process, as was the development of viable adult human clones. Human clones, huh? Then I guess that explains how you're still here. I guess it was one of your copies that was killed by Newell's troopers then. Precisely, Gordon. It has also permitted us to quickly build an army of ruthless soldiers to invade Black Mesa, as well as replicate one particular trusted individual who so skillfully retrieved the QAM's device for us. As you can see, Gordon, we have mastered genetic replication. And now that we have possession of the QAM's device, we will use it to achieve our ultimate purpose, Ubermensch. Superman, another form of Zen human monster? Not monsters, Gordon. I'm talking about a supreme existence for ourselves, to give human evolution an enormous leap forward after all these thousands of years of stagnation. To transform ourselves beyond our species. We will rebuild our physical bodies with the best traits of Homo sapiens and the Zen species. Our superior intelligence we will keep, adding the enhanced strength, telepathy,
extended lifespan and telekinetic powers selected from the Zen species. Who is this we you keep referring to? We are the Titans from the world's pharmaceutical and bioengineering companies. Others are the true power behind government institutions. Those who are now about to become the future of humanity. They're about to become a bunch of mutant half-breeds, is what you mean. Well, now that you've shared your secret plans, is there an elaborate death you have in store for me? Come on, we both know that's a classic setup for the good guy to get away. Really, Gordon, you've seen too many James Bond movies. I really don't care if you live or die. Your life will be irrelevant within the hour. These clones are instructed to attack only if you attempt to leave this area. You know that I'll do more than just attempt to leave. Suit yourself, Gordon. Like I said, it's futile to resist. But I must go now. My associates and I have the future of our species for us. Goodbye, Gordon Freeman. You know, you sons of bitches may walk, talk, and act like me, but you're not quite me. Sorry about all that, Gordon. Those goon troopers knocked me out when they grabbed you in water, then stuffed me in Albert's office. Once I came to, I hauled ass over to the Octagon, and Ethan sent me over right away. Lucky for us, no one here can tell us apart from all those conferences. Come on, let's go. Those morph creatures are destroying the place. If we hurry, we can still get the quantum device back before Blackstone finishes his transformation. Okay. Sehr viel Story haben wir jetzt gerade mitbekommen. Wir können klonen und der eine Kerl ist verrückt und möchte jetzt den Menschen mit den Xen-Kreaturen zusammenstecken. Und wie Gordon schon gesagt hat, das ist echt pervers. Das erklärt auch, warum er uns hier betrogen hat. Also nicht er, sondern ein Klon. Weil er einfach geklont wurde. Wow. Das gab echt jetzt viel Story auf einen Platz. Gut. Ich dachte, er hört auf zu rennen, aber nein. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns ja in dieser Folge von Half-Life Plus Angst. Es kann eigentlich nicht mal lange dauern. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon bald das Finale. Aber sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.